Endlich war es wieder soweit und die ersten Bike-Festivals seit über anderthalb Jahren standen an. Für mich bedeutet das Sachen packen und mit dem Auto in die Schweiz, vorbei am Genfersee in Richtung E-Bike-Festival Verbier. Bisher hat es mich gemeinsam mit dem Bike noch nie in die Schweiz verschlagen, weshalb ich total gespannt auf die Location war. Verbier ist während des E-Bike-Festivals auch Austragungsort eines Rennens der E-Bike World Tour, an denen Zweierteams in 3 Tagen 300 Kilometer bei über 16.000 Tiefenmetern zurücklegen müssen. Deshalb scheinbar der perfekte Ort für lässige Abfahrten auf schönen Trails. Nach dem ereignisreichen Tag mit Anfahrt und Aufbau am Highbike-Stand auf dem Festival selbst war abends noch Zeit für eine schnelle Runde mit den E-Bikes auf den Trails. Irgendwie war der Kopf aber schon voll im Feierabendmodus und kennt ihr das Gefühl, wenn es einfach auf dem Rad nicht rund läuft und ihr euch nicht wie der nächste Enduro World Series Sieger, sondern eher wie ein Fremdkörper fühlt? So ging es mir auch direkt bei der ersten Abfahrt auf dem Trail. Denn der vorangegangene Tag und auch ein paar Wochen ohne wirkliche Bike-Time ließen mein Selbstvertrauen und damit auch die Fahrtechnik auf dem Trail ganz schön alt aussehen. Boah, ich fühle mich aber nicht geil auf dem Rad heute. Aber laufen tut's bei mir nicht so, hey. Bin irgendwie voll steif auf dem Rad. Mit positiver Grundstimmung und dem ein oder anderen Kaltgetränk am Abend war ich ready für den nächsten Tag auf dem identischen Trail, denn der Kopf war wieder frei und die Motivation hoch. So ging es in den Uphill mit den E-Bikes, denn die Lifte waren zu der Zeit bereits im Feierabend. Uhuhu! Geht's los, hier wird's jetzt schon nochmal knackig steil, aber mega Ausblick hier auf den Mont Blanc und so weiter. Wunderschön. In Kroatien war es mehr. Hier haben wir jetzt Verbier unter uns. Mont Blanc. Volles Programm. Alpenpanorama. Par excellence. Oh, geil. Begleitet von einer wunderschönen Aussicht und den letzten sonnigen Stunden am Abend kamen wir in der Bergstation an und starteten in den Trail. Alrighty. Was? Tix Michel fährt vorne weg. Alrighty. Los geht's. Kamera einstellen. Eine schöne Runde Spaß haben. Ach, so lang her, dass ich eigentlich wieder so wirklich Bikepark gefahren bin. Dieses Jahr noch gar nicht. Das erste Mal eigentlich, dass so klassisch Bikepark-Strecken hier angesagt sind. Davor waren es doch eher die ganze Zeit so Single Trails, Natural Trails, wow. Jetzt hier mit Jumps und so. Wow. Wow. Da ist der Michel eingeschillt. Das ist aber zu langsam. Wow. Eieieiei. Einmal verkackt. Bisschen zu langsam. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Genau. Hast du einen verkackt? Verkackst du alle. So. Egal, Uyay. Ab geht's, Uyay. Mit Blick durchgehend auf Verbier. Jo. Ja. Krass, das ist wirklich wieder hier französische Verhältnisse. Da ist eine Strecke, die hier als rot gekennzeichnet ist, doch schon ordentlich anspruchsvoll. Krass. Alter, hier mit den Stufen, das ist wahrscheinlich auch wieder auf der GoPro so lächerlich. Aber in real sind es halt einfach echt mindestens mal kniehohe Stufen, die hier drin sind. Da sieht die Sache immer schon mal ein bisschen anders aus. Enge Kurbeln. Das ist immer ein bisschen verwirrend, wo man hier lang fahren muss. Thank you.
Jo, ist schon wieder eine echt lange Abfahrt, ey. Da fangen die Ärmchen schon wieder an, ein bisschen zu pumpen hier. Oh, in dem Geratter. Wow. Jo, ja. Oh, jetzt langsam pumpt, oder? Du Lügenmaul, ey. Du bist ein Lügenmaul. Par excellence. Schmeckt nix, sagt er. Geiler Part hier. Geiler Part. Hä? Direkt? Na logisch. Auf. Komm. Direkt. Keine Müdigkeit vorschützen. Oh. Fast die Stange hier mitgenommen. Jo. Lecco mio. Nices Ding. Nices Ding. Nicht schlecht. Not bad, not bad. Ready when you are. I am ready. Ready for takeoff. Michel. Der Party war in meiner Erinnerung richtig geil. Ein kleiner Corner. Oh. Jo! Nice! Nice! So ein lustiger Trail. So ein Step Up. Oh, holy, da war auf einmal die Strecke vorbei. Oh, was war denn das, ey? Viel zu lahm für den Step-Up. Kelle. Boah, die Wurzel ist mies. Jetzt stehe ich natürlich nicht auf den Pedalen. Ah, Moment. Aha, was ist da los? Die greifen sich aber auch da jetzt rein. So. Jetzt haben wir es wieder. Geil, so kleine Drops auch überall. Gott, die ist so geil, die Line. Die macht echt Bock. Die macht richtig Bock. Boah, jetzt so eng. Ei. Kommt auch nochmal ein schöner Part hier. Die ganzen schön gebauten Corners, Anliegerkombinationen. Mit den letzten Anliegern war Schluss hier auf dem Trail in Verbier. Mir hat die Abfahrt mit der Kombination aus gebauten Elementen, Wurzeln, Stufen und Steinen super viel Spaß gemacht. Jedenfalls, wenn der Kopf frei und die Motivation hoch ist. Von daher akzeptiert auch Tage nicht so laufen und ihr eher entspannt unterwegs seid. Macht euch locker und habt trotzdem eine gute Zeit auf dem Rad, denn das ist das Wichtigste. Bis bald, euer Toffer. Räumen wir direkt durch, oder? Das Stück ist ja sowieso Käse.